Hallo und Servus zum ultimativen Bildguide für die Dämmerklinge, obwohl jeder nur Solar-Warlock sagt. Das Solar 3.0 Rework hat das einstige Support-Maskottchen in ein offensiv starkes Biest verwandelt. Heilung gibt's zwar noch, die ist aber nicht mehr so leicht abrufbar wie früher. Leider ist auch die Morgenröte super zurzeit kaum zu gebrauchen, deswegen wird eigentlich immer der Brunnen des Glanzes gespielt. Ist aber gar nicht so schlimm, weil wir auch so das Schlachtfeld auseinandernehmen können. Vier Builds haben es ins Video geschafft, es wird also hoffentlich für alle was dabei sein. Wie immer sind keine Artefakt-Mods verbaut und ich gebe nur das an, was ich auch im Gameplay verwende. Let's go! Bild Nummer 1 dreht sich um Solargranaten und wie man alles in Reichweite zu Lava verflüssigt. Die Aspekte sind Hitzewelle und flammende Berührung. Das wird sich übrigens bei allen anderen Builds auch nicht ändern, ebenso wie die Brunnensuper. Ich hätte hier gerne das himmlische Feuer verwendet, aber irgendwie lässt sich damit das Rüstungsexo nicht immer aktivieren und deswegen bleibt nur das Verbrennerschnipsen. Die vier Fragmente sind Glut der Flammen, Glut der Fackeln, Glut des Wohlwollens und Glut des Empyreanas. Selbstverständlich sind auch die Sonnenarmschienen als Rüstungsteil mit an Bord und folgende Mods: Asche zu Angriff, mannigfaltige Quellen, Nahkampfquellenschöpfer, Sucherquelle, Rekuperation, Lebensquelle, Bomber und Elementarnachschub. Die Waffen sind eigentlich frei wählbar. Am besten beginnt man ein Gefecht mit einem Solarnahkampfkill. Dadurch schalten sich die Sonnenarmschienen ein und das machen wir uns sofort zunutze und futtern eine Granate, um die Hitzewelle zu aktivieren. Jetzt können wir auf Wunsch sehr lange in der Luft bleiben und mit viel Überblick das Schlachtfeld mit Granaten zupflastern. Die Solargranaten bleiben ziemlich lang aktiv. Gegen Horden oder um ein einzelnes hartes Ziel weich zu kochen, sind die also ideal. Auch Spawns oder neuralgische Punkte in einem Bereich kann man super abriegeln. Mehrere Granaten auf dasselbe Ziel zu werfen, bringt übrigens leider nur bedingt etwas, weil ein Feind immer nur von einer einzelnen, Sonne gleichzeitig Schaden nimmt. Die Lavabomben hingegen können gestapelt doch einiges an extra Schaden verursachen. Jeder Luftkill gibt etwas Nahkampfenergie zurück. Wir können die Handschuhe also sehr leicht erneut einsetzen. Entstehende Elementarquellen geben zusätzliche Fähigkeiten Energie zurück und heilen uns stetig etwas dank Lebensquelle. Der Asche zu Angriff Mod kommt klarerweise auch gut zur Geltung bei so vielen Granatenkills. Alles in allem ist das ein grundsolides Bild ohne offensichtliche Schwächen und einsetzbar im ganzen Spiel. In hochleveligen Aktivitäten wird's aber zunehmend schwierig, einen Nahkampfkill zu bekommen, aber die lange Granatendauer bleibt ein großer Pluspunkt. Auch Bild 2 ist zum Granatenspammen gedacht, nur jetzt mit Fusionsgranaten. Da eh schon das meiste klar sein sollte, gleich zu den Fragmenten. Wir haben Glut der Asche, Glut der Kohle, Glut der Eruption und Glut der Verbrennung. Ah ja, und fast vergessen, unbedingt das stärkende Rift ausrüsten, sonst funktioniert hier nichts. Was ist besser als eine verbesserte Fusionsgranate? Ganz genau, zwei Fusionsgranaten. Das Sternenfeuerprotokoll ist also unumgänglich. Die ausgerüsteten Mods sind Asche zu Angriff, mannigfaltige Quellen, Elementarnachschub, Sucherquelle, Rekuperation, Lebensquelle, Bomber und entweder ein zweiter Elementarnachschub oder explosiver Quellenschöpfer. Die Waffenwahl ist auch bei diesem Setup recht frei wählbar. Wem die Explosionen noch nicht genug sind, kann er zum Beispiel Sonnenschuss mitnehmen. Ich fasse hier zum ersten Mal wirklich die Verbrennungs- und Entzündungsmechaniken an, die mit Solar 3.0 ins Spiel gekommen sind. Also Zeit für einen kleinen Breakdown. Fast jede Solarfähigkeit und auch ein paar wenige Waffen und Perks können Verbrennungsstapel auf Gegnern verteilen. Das Ganze ist bitte nicht zu verwechseln mit normalen Feuerschaden über Zeit. Das sind zwei verschiedene Systeme. Wenn die Verbrennungsstapel also 60 überschritten haben, werden die Schadenszahlen gelb und bei 100 gibt es eine Entzündung, sprich eine recht starke Explosion.
Der Schaden der Entzündung selbst kann übrigens durchaus variieren, je nachdem, was den ersten Verbrennungsstapel angesetzt hat. Je stärker die Quelle, desto heftiger die Explosion. Das machen wir uns dann bei einem anderen Bild zunutze. Am wichtigsten beim Verbrennen ist aber das Fragment Glut der Asche. Das bewirkt um 50% gesteigerte Verbrennungsstapel, manchmal sogar noch mehr. Eine Fusionsgranate appliziert normalerweise 40 Stacks, mit Glut der Asche sind es 60. Beim jetzigen konkreten Bild macht es also einen großen Unterschied, ob das Fragment dabei ist oder eben nicht. Ohne Fragment lösen zwei Granaten hintereinander nämlich keine Entzündung aus, mit hingegen sehr wohl. Die Spielweise ist extrem simpel. Wir suchen uns eine geeignete Position und platzieren ein stärkendes Rift. Aus dem Rift heraus stellt verursachter Waffenschaden die Fusionsgranatenladungen wieder her und ein Fusionsgranatenkill bereitet die nächste Riftaufladung vor. Im Brunnen des Glanzes funktioniert das Ganze übrigens ganz genau gleich. Spielt sich vielleicht etwas statisch, aber die schiere Durchschlagskraft des Bilds ist ziemlich extrem. Weil uns zwei Granaten zur Verfügung stehen, können wir uns oft entscheiden, ob wir eine davon nicht zur Heilung verwenden wollen oder ein hartes Ziel direkt mit zwei Würfen entzünden. Das wären dann 5 Explosionen innerhalb kürzester Zeit. Im direkten Vergleich mit der Kataklysmus-Nova-Bombe mit ca. 7900 Schaden macht eine verbesserte Fusionsgranate 1230 plus 1419 Schaden. Mit 2 ist das also das Doppelte und es kommt noch eine Entzündung mit 1126 dazu. Alles zusammen ergibt das 6424. Ein doppelter Fusionsgranatenwurf erreicht also bereits 80% vom Schaden einer Nova-Bombe, bei der alle Axion-Kugeln treffen. Recht anständig, würde ich behaupten. Gegen Champions, Bosse oder ähnliches kann man das natürlich richtig brutal ausnutzen, weil sich die Fusionsgranaten ja so leicht aufladen lassen. Sachen wie Dürresammler oder Anarchie können am Ziel ticken und während wir mit einer anderen Waffe weiterschießen, wird die Granate praktisch sofort aufgeladen und ja, wir können einfach nur gewaltigen Schaden drücken. Der Asche zu Angriff Mod ist absolut Gold wert. Ich weise an dieser Stelle mal aufs Gameplay hin und untertreibe nicht, wenn ich sage, dass eine einzige gut platzierte Granate praktisch die halbe Super auffüllen kann. Man sieht ganz klar, das Bild ist auf so viele Art und Weisen einfach so ultramächtig, es zählt ganz klar zu einem der besten, auf die ein Warlock Zugriff hat. Es ist leicht zu bauen, leicht zu spielen, extrem stark. Und viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Außer vielleicht Achtung vor der zweiten Explosion der Fusionsgranate, die hat einen veritablen Sprengradius, der ein oder andere selbstverschuldete Tod kann und wird also passieren. Aber jetzt weiter im Text. Bild Nummer 3 unterscheidet sich doch ein ganzes Stück von den bisherigen zwei. Und dennoch ist dieses Setup unvermeidbar. Das Verbrennerschnipsen ist Pflicht. Bei den Granaten schlage ich eine Wahl zwischen Brandsatz, Fusion und Feuerblitz vor. Die Brandsatzgranate kann ganze 90 Verbrennerstapel sofort verteilen. Die Fusionsgranate ist einfach zu verwenden bei relativ kurzem Cooldown und 60 Stacks. Die Feuerblitze haben den kürzesten Cooldown und verteilen 30 Stacks. Fragmentslots sind besetzt mit Glut der Flammen, Glut der Asche, Glut der Kohle und Glut der Eruption. Zusätzlich ist der Infinity Gauntlet ausgerüstet oder Winterlist, wie er in Destiny heißt. Mods gibt es natürlich auch. Zugepackt, Elementarladung, Schwerhändig, Nahkampfquellenschöpfer, Rekuperation, mannigfaltige Quellen, Bomber und entweder Elementarnachschub oder Lebensquelle. Als Waffe kann ich den Himmelsbrenner-Eid empfehlen oder die Prometheus-Linse, wer was Schlagkräftigeres haben will. Himmelsbrenner verteilt mit dem Glut der Asche-Fragment 5 Verbrennstapel pro Treffer und hat unendlich viel Munition. Die Prometheus-Linse hat im Gegenzug zwar nur einen begrenzten Munitionsvorrat, dafür erzeugt sie mit ihrem verbrennenden Feld ca. 20 Stapel pro Sekunde. Und wem beide Waffen Wayne sind, ja, ja, da kann ich halt auch nicht helfen. Das Setup ist sehr nahkampfbasiert und spielt sich ausschließlich auf kurze Distanz ab.
Wir suchen uns einen schwachen oder geschwächten Gegner und erledigen ihn per Nahkampf. Jeder Nahkampfkill erzeugt Quellen für Energie und Lichtladungen, außerdem jeweils einen Stapel Kriegsherrn-Siegel. Jeder Stapel erhöht den Nahkampfschaden um 55% bis zu einem Maximum von 275%, was dem 3,75-fachen entspricht. Außerdem sollte man eine Granate verwenden, um mittels Hitzewelle leicht in der Luft bleiben zu können. Durch jeden Luftkill wird nämlich mindestens 20% Nahkampfenergie wiederhergestellt. In Kombination mit Schwerhändig kann man die Thanos-Schnipser nur so regnen lassen und eine Entzündung nach der anderen auslösen. Die Entzündungen selbst werden auch immer stärker, je nachdem wie hoch der Nahkampfbuff gerade ist. Obwohl man durchaus sehr beeindruckenden Schaden austeilen kann, kratzt dieses Setup vielleicht etwas an der Gimmickgrenze. In normalen bis mittelschweren Aktivitäten ist es zwar sehr stark und macht extrem viel Spaß, sobald man Gegner aber halbwegs regelmäßig für direkte Nahkampfkills schwächen muss, kann sich das Bild leider nicht mehr leicht halten. Eine Glaive schafft zwar Abhilfe, allerdings muss man dann dauernd Waffe wechseln, um schnipsen zu können. Nicht sehr ideal in meinen Augen. Beim letzten Setup gehen wir jetzt etwas vom Gas und stellen ein reines Support-Bild für Raids oder dergleichen zusammen. Die Granate ist Geschmackssache. Ich empfehle entweder die Solar- oder Fusionsgranate für Schaden oder die Feuerblitzgranate für schnelle Verfügbarkeit. Das kann sich hier durchaus rentieren. Fragmente sind Glut der Fackeln, Glut des Trostes, Glut des Wohlwollens und entweder Glut des Imperianers oder Glut der Asche. Die Lumafakturstiefel sind die einfachste Möglichkeit, den Schaden in einem Raid in die Höhe zu treiben, also sind sie hier ausgerüstet. Zwei verschiedene Mod-Setups sind am Start. Die eine Variante ist mit einem abgestimmten Siphon-Mod, Asche zu Angriff, Elementarladung oder Ladungsaufnahme, je nachdem was einem lieber ist, überlegener Quellenschöpfer, Stapelweise oder Sucherquelle, schon besser, Energieumwandler, Bomber und Überladen. Oder eben das alternative Setup mit Asche zu Angriff, Überladen, überlegener Quellenschöpfer, Stapelweise oder Sucherquelle, schon besser, Energieumwandler, Reichweite und rasche Ladung. Rasche Ladung benötigt den Reichweite-Mod nur, wenn man auf jeden Fall den Extra-Perk nutzen will. Der bewirkt, dass alle 6 bis 8 Impulsgewehr-Kills ein Spezialmunitionspackerl für Teammates gespawnt wird. Überlegener Quellenschöpfer kann man selbstverständlich auch auswechseln, wenn niemand im Team mit Stasisquellen arbeitet. Okay, also woran denkt man bei einem Support-Lock? Zuerst vermutlich an einen Brunnen, aber als zweites auf jeden Fall gleich an die Göttlichkeit und natürlich ist sie hier auch mit dabei. Ebenfalls empfehle ich einen Raketenwerfer mit Selbstladehalter und sollte die Wahl auf das zweite Mod-Setup fallen, muss außerdem eine Pistole, Maschinenpistole oder Impulsgewehr ausgerüstet sein. Wenn der Reichweite-Mod dabei ist, selbstverständlich ausschließlich ein Impulsgewehr. Die Spielweise ist schnell erklärt und simpel. Durch die Fragmente können wir Teammates möglichst lang verstärken und gleichzeitig unsere eigenen Cooldowns senken. Je nach Mod-Setup sammeln wir entweder Elementarquellen oder Sphären der Macht ein, um Lichtladungen zu bekommen, oder aber wir zerlegen selbst rasch hintereinander einige Gegner mit Pistolen, MPs oder Impulsgewehren. Bei 4 Lichtladungsstapeln werfen wir dann unsere Granate oder fressen sie. Der Energieumwandler-Mod gibt uns nämlich jetzt fette 26% der maximalen Superenergie, allerdings nur, wenn der Superbalken noch unter der Hälfte liegt. Jedenfalls sollte es uns so recht leicht fallen, den Brunnen für die nächste Schadensphase vorzubereiten. Übrigens werden beim Setzen der Super 3 Stasisquellen erzeugt, was sehr extreme DPS-Setups für Mitspieler ermöglicht, vorausgesetzt sie spielen Stasis-Subklassen und Quelle der Macht. Der Sucherquelle-Mod bewirkt, dass sich die Quellen von selbst zu Teamkameraden bewegen, also definitiv nice to have, aber auch nicht unbedingt zwingend notwendig, weil die Stasisquellen sowieso im Brunnen oder in unmittelbarer Nähe liegen sollten. Wenn man also einen anderen Mod im Sinn hat, kann man durchaus was anderes spielen.
Die Lunafakturstiefel arbeiten währenddessen schön im Hintergrund mit und verkürzen die Nachlader. Ganz zu Beginn und oder am Ende einer Schadensphase kann man schnell eine Rakete auf den Boss fetzen, um ein bisschen extra Schaden rauszukitzeln. Ja, und viel mehr ist dazu eh nicht zu sagen. Funktioniert exzellent, ist gut abgestimmt und sehr gern gesehen in jedem Rating. Und damit, wer ist das beim Solar Warlock? Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ich weiß, ich bin wieder mal mit meinen Ankündigungen hinterher. Also werde ich vorerst mal keinen genauen Zeitraum für ein neues Video definieren. Aber Solar Titan und Jäger folgen in Kürze nach. Vielleicht schneller als ihr denkt, hm? Okay, falls der Guide geholfen hat, freut mich das. Wenn nicht, danke ich trotzdem für eure Zeit. Ciao mit Au. Thank you.